Ja, moin, moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu diesem V-Hunter Call of the Wild Tutorial. Und heute werde ich euch zeigen, wie ihr ordentlich EP und Geld mit der Ansitzjagd verdienen könnt. Dafür braucht ihr einen DLC, und zwar das DLC für die Tripods und die, ich glaube, da ist auch noch der Dings mit drin, der Tree Stand. Auf jeden Fall braucht ihr das DLC, wo diese Dreibeiner, also die sogenannten Tripods, vorhanden sind. Die braucht ihr. Ansonsten könnt ihr leider den Inhalt des Videos nicht nachstellen bzw. nachspielen. Das tut mir leid. Aber wenn ihr das habt, dann könnt ihr gerne weitergucken. Ansonsten müsst ihr auf andere Varianten des Geldverdienens zurückgreifen. Beziehungsweise EP-Farms. Und ja, ich benutze hierfür ein Crosspoint, also eine Armbrust. Und diese ist ebenfalls in einem DLC vorhanden. Ihr braucht diese aber nicht zwingend. Ihr könnt auch einfach ein Gewehr nehmen, wie die Solokin oder so. Ist gar kein Problem. Und wenn ihr genug Rucksackkapazität habt, dann könnt ihr auch gerne andere Waffen noch mitnehmen. Das ist alles völlig egal, werde ich euch gleich zeigen. Ich nehme das gerne, weil ich kann drei verschiedene Pfeilarten reinpacken und dementsprechend auch ja, drei verschiedene Größen bzw. verschiedenste Größen von Tieren jagen. Und ja, mehr brauchen wir nicht. Wir nehmen dann hier noch die verschiedenen Caller mit für das jeweilige Gebiet. Ich werde, denke ich, hier auf Hirschfelden oder auf Leighton Lake gleich die Ansitzjagd starten. Habe ich mich noch nicht entschieden, das werdet ihr gleich sehen. Wir sehen uns also gleich auf der entsprechenden Karte wieder. So, ich habe mich für Leighton Lake entschieden, da ich schon den ganzen Tag auf Hirschfelden am Jagen war und hier jetzt ein bisschen Abwechslung haben möchte. Und deswegen werden wir den Guide jetzt hier machen. So, auf jeden Fall habe ich im Inventar schon mal die verschiedenen Pfeifen ausgerüstet, die ich brauchen werde. Es ist kein Wapiti-Caller mit dabei, da ich nicht auf Wapitis gehen werde, beziehungsweise nicht in dem Gebiet sein werde, wo Wapitis rumlaufen. Das erste, was wir jetzt benötigen, ist ein Bedürfnisgebiet. Das habt ihr sicher schon entdeckt. Wenn nicht, dann einfach weiterspielen und diese Methode anwenden, sobald ihr eins gefunden habt. Ich werde jetzt auf die Suche nach einem Bedürfnisgebiet gehen, da ich da die Karte zurückgesetzt habe und dementsprechend noch keine habe. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein Bedürfnisgebiet gefunden habe. So, ich bin jetzt hier fündig geworden. Und zwar habe ich oben links auf Leighton Lake am See hier einmal ein Bedürfnisgebiet von einem Elch und von einem Schwarzwedelhirsch gefunden. Ich glaube, Schwarzwedelhirsche, ja, habe ich hier nur ein Gebiet und zwei Elchgebiete. Also hier könnten wir gut eine Ansitzjagd auf Elche machen. Allerdings gerade ist der Wind nicht so optimal. Da müsste man dann schauen, wie man das macht. Da zum Beispiel die Schwarzwedelhirsche dann erstmal hier teilweise rumlaufen und dann hier vorne zum Trinkgebiet gehen. Ihr seht schon, hier ist halt auch sind ein paar Elche und da haben wir einen Schwarzwedelhirsch. Hier auf der linken Seite ist eben noch irgendwo einer gelaufen. Ich sehe den gerade nicht. Aber der läuft wahrscheinlich gerade auch zum Trinkgebiet. Ich werde jetzt eine passende Uhrzeit raussuchen. In dem Fall wäre das 5 Uhr, da ich immer so ungefähr eine halbe Stunde vorher da sein möchte, um dort meinen Tripod aufzustellen. Außerdem müssen wir natürlich auf den Wind achten. Der geht gerade in die nordwestliche Richtung. Dann können wir hier nochmal so gucken. Und wir sehen, da jetzt den aufzustellen wäre ziemlich dämlich, denn hier würden wir überall hinstinken. Und entweder warten wir jetzt, bis der Wind ein bisschen dreht, oder wir müssen ein anderes Bedürfnisgebiet nehmen. Und deswegen werde ich gleich mal schauen, ob der Wind sich dreht, oder ich werde ein anderes Bedürfnisgebiet nehmen. Das wollte ich jetzt nur mal kurz noch erwähnt haben, da das wirklich wichtig ist, da der Wind eine essentielle Rolle spielt. Aber ich denke mal, dass der Wind nach Westen gehen wird, deswegen können wir dann hier nah am Wasser aufstellen und der Duft ist, das ist die perfekte Variante, sage ich mal. Der Duft geht halt direkt hier auf den See und dort sind ja keine Tiere, außer vielleicht Fische, und die können wir nicht verscheuchen. Dementsprechend wäre das der beste Fall, der eintreten könnte. So, jetzt werde ich ein bisschen warten, werde die Zeit auch auf 5 Uhr stellen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alles aufgebaut habe. So, ich habe mich entschieden, doch nochmal vorher die Aufnahme zu starten, damit ich euch auch zeigen kann, wo ich das Ganze platziere. Ich habe hier jetzt drei verschiedene Bedürfnisgebiete und wir haben gesehen, hier so ungefähr da, wo die Markierung ist, habe ich halt die Elche und den Hirsch gesehen. Das heißt, ich werde hier vorne ungefähr meinen Tripod aufstellen. Und jetzt müssen wir einfach die Situation hier checken, beziehungsweise die Gegend checken, meine ich, um herauszufinden, wo wir den Tripod am besten aufstellen. Und den haben wir hier auf der 8. Und da sind schon ein paar, die gerade rumhoppeln.
Das interessiert uns aber jetzt nicht. Beim Aufstellen ist das völlig irrelevant. Ihr geht aufs lange Spiel, sage ich mal. Euch interessiert nicht, ob ihr jetzt die Tiere verschreckt habt oder nicht. Das hier ist eine, ja, eine längere Session. Und deswegen ist das völlig irrelevant, was jetzt passiert. Auch beim Aufstellen werden wir die Tiere verscheuchen. Dementsprechend völlig egal. Wir haben den Wind in die südwestliche Richtung und wir wollen, dass der Wind, sag ich mal, in eine Richtung bläst, wo die Tiere nicht herkommen. Oder beziehungsweise, dass das nicht aus Bedürfnisgebiet geht. Wir können es natürlich nicht beeinflussen, aber im besten Falle geht es in dem Fall zum Beispiel auf den See, wo keine Tiere sind, wo wir keine Tiere verschrecken dadurch. Und deswegen stellen wir jetzt auch den Tripod hier hin. So, wir haben hier freie Sicht. Wir haben kein Gebüsch direkt davor, denn wir sollten ihn nicht da vorne hinstellen. Aber ansonsten haben wir genau das Gebüsch vor uns. Und wenn da jetzt zum Beispiel einer durchkommt, dann können wir ihn da unten sehr schlecht anvisieren. Und dann haut er auch schon ab. Und wir sehen die Tiere nicht so gut. Und was wir jetzt machen, ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen auf den Tripod, schauen uns die Situation hier an. Ist das so, wie wir es haben wollen? Ich finde es perfekt so. Das ist ideal. Der Wind steht perfekt. Die Position ist sehr gut gewählt. Und jetzt warten wir einfach ein bisschen, denn um 5.30 Uhr ist dieses Gebiet hier aktiv und wir sind gerade, ja, 5.09 Uhr ist gerade, deswegen warte ich ein bisschen und wir sehen uns gleich wieder, wenn die ersten Tiere sich blicken lassen. Aber hey, da hören wir ja auch schon einen Elch hier. Also wir könnten jetzt schon anfangen zu callen und Elche zu schießen. Und keine Sorge, ihr macht die Bedürfnisgebiete dadurch nicht schnell weg. Das dauert relativ lange, denn auf dem Tripod generiert ihr weniger Jagddruck. Ich habe gesagt in den Guides zu den Bedürfnisgebieten, das ist auch völlig richtig, dass ihr nicht in der Nähe von Bedürfnisgebieten schießen solltet, denn ansonsten macht ihr euch das Ganze kaputt. Aber auf dem Tripod wird sehr wenig Jagddruck generiert und ihr könnt dann ruhig 5-6 Tiere mal töten. Allerdings, wenn ihr so, ne, da einen richtigen Genozid veranstaltet, dann kann es auch passieren, dass sie halt verschwinden. So, hier ist schon eine Elchdame, die werden wir auch gleich schießen, aber ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie wir das überhaupt machen. Und zwar nehmen wir den passenden Caller, in dem Fall wäre es ein Elchcaller jetzt, und dann machen wir den hier. Die wird darauf reagieren und herkommen. Dafür müssen wir natürlich die richtige Munition hier auswählen, in dem Fall wären das einmal die 600er hier. Und jetzt muss ich warten. Habt ihr ein Gewehr, könnt ihr natürlich jetzt schon schießen, aber ich bei der Armbrust warte lieber ein bisschen. Beziehungsweise können wir mal eben kurz gucken, wie weit sie denn überhaupt weg ist. Das kann ich gerade so ein bisschen schlecht einschätzen hier. Boah, doch, das ist perfekt für mich. Dann gehen wir mal hin. Bleib stehen, bleib stehen. Perfekt. Und da stirbt sie auch schon. Da vorne legt sie sich jetzt hin. Und damit haben wir unseren ersten Kill. Aber die Primetime ist ja noch gar nicht angebrochen. Das hier war einfach nur ein Leckerli zwischendurch. Und das passiert immer mal wieder bei der Ansatzjagd. Wenn ihr euch hier draufsetzt und, sag ich mal, alle Faktoren stimmen, das heißt, der Wind ist richtig und ihr habt die richtige Waffe dabei, etc., die richtigen Caller, dann könnt ihr so welche Sachen hier immer wieder abziehen. Ihr seht irgendein Tier, ihr kriegt irgendeinen Call rein und ihr könnt darauf reagieren, das Tier anlocken, erschießen und genau wie hier, so läuft das. Und jetzt werden wir eben warten, bis die Zeit angebrochen ist und dann werde ich euch zeigen, was hier so an der Primetime, sage ich mal, zusammenkommt. Also, bis gleich. Und da kommen auch schon unsere Hirsche rein. Hier vorne haben wir eine Hirschdame, hier vorne haben wir einen Hirsch und der erste ist schon down. Und genau das wird jetzt hier passieren. Die wollen hier hinkommen, die wollen trinken, essen, wie auch immer. Das hier war, glaube ich, ein Trinkgebiet bei den Schwarzwedelhirschen. Und die laufen jetzt zwar weg, aber sie werden auch wieder zurückkommen. Wir können auch einfach mal hinterher callen, damit sie dann auch gleich wieder angelaufen kommen. Und ja, das wiederholen wir jetzt einfach. Ich werde jetzt hier warten und genau diesen Prozess wiederholen. Das heißt, Tiere kommen, ich call die ran, werde sie erschießen. In dem Fall war er halt schon hier in der Nähe, deswegen war das nicht notwendig, den zu callen. Aber wenn die Dame jetzt, sage ich mal, da vorne wiederkommt, werde ich den Caller machen und dann, ja, sie halt erschießen. Ich werde euch dann gleich noch eine Aufnahme, denke ich mal, einblenden, wo ich das Ganze wiederhole. Also ich werde so ein bis zwei Wiederholungen dann nochmal zeigen und am Ende komme dann zum Fazit, wie viele Tiere ich denn jetzt hier überhaupt abgeschossen habe.
Bitte bedenkt, dass das auch immer abhängig von euren Bedürfnisgebieten ist. Das heißt, wenn ihr ein kleines Bedürfnisgebiet habt, dann habt ihr vielleicht nicht so viele Tiere. Und wenn ihr halt größeres habt, dann habt ihr entsprechend viele. Kommt halt immer darauf an, was für ein Bedürfnisgebiet ihr da genau habt und wie viele Tiere diesem Bedürfnisgebiet halt zugeteilt sind. Also, bis gleich. Ihr habt eben schon gesehen, dass ich verschiedene Caller benutzt habe. Das liegt daran, weil ich genau weiß, welche Tiere hier in der Nähe gerade aktiv sind. Wir haben eben schon einen Elch gesehen, wir haben schon die Hirsche gesehen. Das heißt, wir können hier mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den Callern, also mit dem Hirschcaller und dem Elchcaller, am meisten Erfolge feiern. Hier vorne habe ich gerade schon wieder eine Hirschkuh erschossen. Einfach jetzt weiter callen und immer wieder die Tiere heranholen, um sie dann halt an Ort und Stelle zu erlegen. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen wiederholen und am Ende werden wir uns dann hier die Resultate zusammen anschauen und dann werde ich auch nochmal auf die Uhrzeit gucken. Jetzt haben wir gerade 5.39 Uhr hier und ich werde euch dann zeigen, welche Uhrzeit dann halt ist, wenn ich hier fertig bin und was die Resultate bzw. die Ergebnisse sind, die wir hier so erzielt haben. Gute Nacht. Ah, okay, haben sie gemerkt. So, bis gleich. So, ich möchte euch einen kleinen Zwischenstand geben. Und zwar habe ich hier vorne zwei oder drei, ich habe das nicht so wirklich gezählt, Elche erschossen. Da vorne seht ihr schon zwei verschiedene Lungentreffer. Das eine ist ein Männchen, das andere ist ein Weibchen. Das Männchen ist ein bisschen weitergekommen, werden keine 100% sein. Aber gerade geht es mir auch nur darum, Geld zu machen. Wollt ihr wirklich diese 100% Abschüsse, müsst ihr natürlich eine andere Waffe nehmen. Ich persönlich finde den Crossbow mit den 600-Gramm-Pfeilen nicht so ideal für die Elche, zumindest nicht auf Lunge. Und ansonsten seht ihr schon, ich habe hier einiges gekillt und es hört auch nicht auf. Also sie kommen immer wieder. Es kann sein, dass ihr teilweise gewisse Hirsche, die eine besondere hohe, die eine besonders hohe Wertung haben, das ist mir heute aufgefallen, die werden dann eventuell nicht mehr kommen, wenn der Jagddruck ein bisschen größer wird. Ich habe jetzt aber gerade hier einen recht moderaten Status noch, obwohl ich so viele getötet habe. Also ihr seht, vom Tripod aus ist das gar kein Problem. Und da sind auch schon wieder die Hirsche. Da picken wir uns jetzt einen raus. Wen nehmen wir mal? Nehmen wir dich? Ja, wir nehmen dich. So. Und es geht weiter. Ihr seht, hier ist noch genug Luft nach oben und wir sehen uns gleich wieder mit der endgültigen Killanzahl bzw. dem endgültigen Killfeld hier, weil alle nachzählen werde ich nicht. Aber ich werde euch zeigen, was mit dieser Methode möglich ist. So, da langsam die Hirsche aufhören zu kommen. Ich könnte sicher noch ein bis zwei Kills mehr machen, vor allem wenn ich die Elche da vorne ankollen würde. Habe ich aber gerade keinen Bock drauf. Und ja, da das gerade ein bisschen weniger wird, denke ich, mache ich jetzt mal kurz einen Zwischenstand. Und zwar, wir haben ungefähr, ich glaube um 5, wann war nochmal das Gebiet hier? Wann hat es nochmal gestartet? Ich habe ja kurz vorm Start in den ersten geschossen, 5.30 Uhr. Also haben wir knapp ein bisschen über eine Stunde, haben wir jetzt hier gechillt und die abgeschossen. Und ihr seht, wir haben schon einige Tiere abgeknallt. Natürlich wird das Gebiet jetzt langsam mal leer sein, weil so viele Hirsche sehe ich hier gerade nicht mehr. Wir haben aber einige Böcke geschossen. Da vorne habe ich noch zwei erwischt. Also ihr seht, oder war es einer? Egal. Auf jeden Fall haben wir ein paar Elche erwischt. Wir haben eine riesige Menge an Hirschen erwischt und Hirschkühen. Und ja, ich würde sagen, dies ist auf jeden Fall die ideale Methode, um XP und Geld zu farmen. Natürlich könnt ihr auch irgendwelche Glitches usen, die so im Internet rumgeistern. Ich werde sowas aber in meinem Kanal hier nicht unterstützen oder halt auch vorstellen. Deswegen, das tut mir leid. Ich bin von sowas einfach kein Freund. Das ist auf jeden Fall die beste Methode, schnell zu leveln und entspannt zu leveln und vor allem schön viel Geld zu machen, damit ihr euch die ganzen Treepots und Co. auch leisten könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dieser Guide bzw. das Tutorial hat euch gefallen. Falls ja, Däumchen nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch was und tschüss.